gibt ein Schrein, wo Rauch aufsteigt. Das sollte man überprüfen. Sagt jedenfalls das Spiel. Sehr gut, Kaffee. Los jetzt, Kagel! Mike hat ein Problem mit seinem PC. Und das wäre... Das soll aber jetzt nicht dieses sein, Problem mit Technik, Pascal fragen. Vielleicht gibt es eine leichte Lösung. Also erzähl ganz kurz davon, vielleicht fällt mir was ein. Boah, bin ich freundlich heute. Verdammte Hacke. Dämlichen Bambusanordnung hier, ne? Man sieht einfach nichts. Dieser Schrein wurde entweiht. Wer tut so etwas? Und die haben Fuchs getötet. Getötet und zurückgelassen. Keinerlei Achtung für diese heiligen Boten. Ach, das war ein Fuchsschrein. Völlig zerstört. Das kostete Zeit und Mühe. Verunstaltet. Das geschah sicher mit Absicht. Frieden für das Göttliche. Was hier geschah, war... Weißt du, wer das war? Garantiert waren die das. Klar, für alles sind Mongolen schuld, schnell geschehen rassistische Vorurteile. Naja, wenn die kommen und dein Land raiden und dann hier rumrennen überall, dann sind sie wahrscheinlich dafür verantwortlich. Warum ist da noch ein Fuchs? Sicher sind da noch mehr. Im Wald sind sie hier, um dem Volk Stabilität zu bringen. So viele getötet, zerstört, was heilig ist. Den Negumbe.
Oh, wir haben so viele Füchse getötet. Hat der sogar überlebt. Ey, lass mich los, Hund. Das waren dann alle. Sie tun dir und anderen göttlichen Boten nie wieder was an. Friede sei mit den Toten. Ja, da war der Fuchs noch heilig. Und dann fing die Domestizierung von Hühnern an. Und dann war der Fuchs scheiße. Was haben wir denn hier oben offen? Eine letzte Bitte. Ich habe mehrere Ronin erledigt, die ein Gasthaus angegriffen haben. Eines ihrer Opfer überlebte lang genug, um zu sagen, dass andere aus dem Gasthaus verschleppt wurden, lebendig. Ich muss so nahe gelegen. Ach so, ja. Das war damals auf dem Weg irgendwo hier unten. Glaube ich, hier in dem Bereich. Da hatten wir irgendwo was freigeschlachtet. Und auf dem Weg hatten wir halt ein paar Ronin gesehen, die geplündert haben. Hierher! Höher! Also, was Mike für ein Rechnerproblem hat, finde ich, ist schwierig festzulegen in der Ferndiagnose, wenn der hochfährt und du hast nur einen blinkenden Cursor links oben. Das ist halt schon ein wenig bedenklich, wenn das Board nicht mal irgendeinen Feedback gibt in Form von Piepsen oder dass, ja, wenigstens am Anfang irgendeine Fehlermeldung kommt. Haut euch nur! Oh, zu langsam. Hanoi. Wer ist die Fernkämpfer? Dojo!
Was Ancrot sagen will ist, hast du schon mal versucht von was anderem zu booten als der Festplatte? USB-Stick oder CD? Aber schön, dass ihr versucht zu helfen. Vielleicht kriegen wir so den Ruf weg, dann eine Asi-Community zu sein von Twitter. Das mit der Bordbatterie kann ich nicht so unterschreiben, weil solange du Strom gesetzt hast, beziehungsweise das Netzteil angeschlossen hast, wird das Board generell weiter mit Strom versorgt. Die Batterie auf dem Board ist nur dafür da, eine Grundspannung zu halten, damit halt gespeicherte Information nicht verloren geht. Du hast halt die Situation, du müsstest zweimal booten, weil beim ersten Mal booten würde halt das Board erstmal wieder einstellen, dann die Sachen speichern und erst wenn du das Netzteil wieder abgezogen hast und dran gemacht hast, dann würde das halt die Information mal verlieren. Da müsstest du halt wieder die Sachen einstellen. Aber normalerweise würde er in den Default-Einstellungen ja trotzdem booten. Ich bin bald da. Dahin sind die Gefangenen. Die Ronin sind ein bisschen aufgeweckter. Er ist auf keinen Fall mehr hier. Gerade noch so in der Zeit. Das Zeug mit den Vorräten, dass du mehr Vorräte bekommst. Der Talisman, der bringt echt was. Hallo, ihr armen Säue, ich bin nur hier, um euren Loot zu holen. Meine Tochter braucht mich. Bitte lasst mich gehen. Mein Gott, was ist los? Seist du im Sitzen einen ab? Bitte. Meine Tochter braucht mich. Was ein schrecklicher Unfall.
dachte ich mir. Vielleicht war er das. Das kann doch nicht wahr sein. Die Taste wurde angezeigt. Jetzt fick ich die so. Das haben immer fast alle Gegner Vorräte dabei, die ich umniete. Das war vorher nicht so. Ich lasse ihn nicht vorbeikommen. Keine Nüsse gehabt hier. Das war unglaublich, mein Herr. Man nennt mich auch unglaublich. Kommt ihr aus dem Gasthaus? Nein, mein Herr. Sie kamen hier vorbei, gingen aber nach Osten. Wisst ihr wohin? Sie erwähnten Klippen nahe dem Fluss. Den Ort kenne ich. Nehmt euch Vorräte und bringt euch in Sicherheit. Hat Acer damals komplett PCs gemacht? Das weiß ich gar nicht. Aber ich glaube eigentlich, dass jeder, also fast jeder etwas größere Hardwarehersteller bietet auch Komplettlösungen an. Hallo Dragon. Ich hätte niemals meinen Bambus verkaufen sollen. Stellt euch! Hallo Micha. Sie waren klar unterlegen, mein Herr. Ach echt? Also sehe ich das auch. Das heißt ja nichts. Ihr seid sicher. Danke, mein Herr. Diese Ronin verdienten den Tod. Sie töteten Unschuldige im Gasthaus. Ich habe einige von ihnen erkannt. Sie dienten einst dem Yarikawa-Clan. Überlebende der Rebellion. Und doch Verräter ihres eigenen Volkes. Es sind noch mehr von uns in der Nähe. Die Ronin haben Hoa, Hiyue und Oda. Dann ist Oda am Leben. Wenn es hier Tote gab, kümmert euch darum und bringt euch dann in Sicherheit.
leben wir diesen Moment nochmal aus. Hallo, Robail Anam. Für 90 Meter muss ich jetzt auch nicht aufsteigen auf ein Pferd. Oder ist dort irgendwo. Ja, guckt euch das alle an. Was Harvard beißen? Macht es ihm nicht zu leicht. Doch. Folgeattentat. Bam. Bam. Danke, Informant, für dein Twitch Prime-Abo. Vielen Dank. Mein Herr! Wartet, ich muss noch Kram einsammeln. Seit wann stehen denn immer so viele Kisten hier rum? Habe ich die vorhin nie gesehen? Standen doch vorher auch nie welche. Mein Herr, bitte! Ihr müsst schnell zum Gasthaus. Meine Frau wurde verwundet. Ich sprach mit ihr. Ist sie? Ihr letzter Gedanke wart ihr. Oh nein, meine arme, liebe Frau. Ihr Tod wurde gerecht. Diese Ronin tun nie wieder jemandem weh. Danke, mein Herr. Ich muss sie ein letztes Mal sehen und mich verabschieden. Deine Legende wächst. Alles mal des giftigen Ablebens. Windglocken verströmen giftige Dämpfe, die Gegner töten, die sie aufheben. Danke, Phil, für dein Stufe 1 Abo. Beziehungsweise Philly.
mal eben zum Rüstungsschmied und das Geschenk einsammeln und vielleicht mal die Klinge upgraden. Also nicht direkt eine Rüstung, zum Waffenschmied. So, Geschenkaltar war doch hier. Okay, das stimmte nicht, weil da... Stimmt, da war ich das erste Mal auch eingegangen. Es war vorne auf dem Hof. Auf der linken Seite. Da fehlt mir ganz viel Eisen. Einfach nur hässlich. Also es hört sich wirklich so an, als wenn irgendwas von der Spannungsregelung nicht funktioniert. Wenn ein Rechner auch nicht alles anfährt, dass der halt so relativ leise ist. Arbeite Metall, Holz und Stoff. Nur das Beste für euch. Bis bald. Kommt wieder, wenn ihr etwas braucht. Möchtet ihr sehen, was ich habe? Gehört euch, wenn ihr mir mehr bringt. Und dafür brauche ich überall 10. Danke für alles, was ihr tut. So. Dann gehe ich doch zum Rüstungsschmied.